Nachdem wir nun den Gründungsprozess eines Vereins besprochen haben, kommen wir nun zu unserem Kernbereich, und zwar dem Steuerrecht. Was gibt es für einen Verein denn hier zu beachten? Ja, letzten Endes gibt es für den Verein die steuerlichen Sphären zu berücksichtigen. Denn ohne diese steuerliche Sphärentheorie kann man das Vereinsteuerrecht gar nicht nachvollziehen. Insgesamt haben wir 4 verschiedene steuerliche Sphären und alle Geschäftsvorfälle, die innerhalb eines Jahres anfallen, muss der Verein auch in diese Sphären einordnen. Das heißt also, man kann sagen, normalerweise denken wir nicht in Schubladen, aber hier haben wir durchaus die Berechtigung dafür. Das stimmt, kann man so sagen. Perfekt, dann fangen wir doch direkt einmal mit der ersten Sphäre an, und zwar dem sogenannten ideellen Bereich. Gekennzeichnet wird diese Sphäre nämlich durch den direkten Bezug zur Satzung eines Vereins. Ein Verein wird hier also unentgeltlich und ohne die Erwartung einer Gegenleistung tätig. Der ideelle Bereich beinhaltet dann sowas wie Spenden, Mitgliedsbeiträge, aber auch Erbschaften. Ja, damit kommen wir dann einfach auch schon zur zweiten Schublade, wenn wir bei deiner Wortwahl bleiben, nämlich der Vermögensverwaltung. Wie der Name hier schon sagt, wird Vermögen des Vereins verwaltet. Das heißt, der Verein hat beispielsweise einiges auf dem Konto liegen und legt das Geld in festverzinsliche Wertpapiere an. Da bekommt er dann irgendwann einen Zins dafür und diese Erträge sind Erträge der Vermögensverwaltung. Andere Beispiele sind die Verpachtung einer Vereinsgaststätte oder die Verpachtung von Werberechten. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zur Halbzeit und zur dritten Sphäre, und zwar dem sogenannten steuerfreien Zweckbetrieb. Kurz gesagt ist in dieser Schublade eben alles enthalten, wo ein Verein eben Einnahmen erzielt, die in Bezug zu seiner Satzung stehen. Das Erzielen von Einnahmen ist hier also zwingend notwendig, um eben den Satzungszweck zu erfüllen. Darunter fällt dann zum Beispiel bei einem Theaterverein die Eintrittsgelder. Ja, last but not least ist die letzte und rote Schublade, nämlich der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb. In dieser Schublade wird der Verein wirtschaftlich aktiv tätig. Er tritt dabei in Konkurrenz zu anderen Unternehmen und tritt am wirtschaftlichen Markt auf. Als klassisches Beispiel können wir hier nennen der Verkauf von Speisen und Getränken. Denn bekannterweise kann das jedes andere Restaurant genauso machen.